die wir jeden Tag sehen. Alle haben einmal in diesem Dorf gearbeitet, gelebt und gewohnt. Männer, die täglich ihren Pflichten nachgehen, draußen auf dem Feld, oder an der Straße. Und mit ihm gehen wir ins Dorf hinein. Es ist alles ganz anders als in anderen Dörfern, denn es ist unsere Heimat, die Menschen sind unsere Bekannten, unsere Nachbarn oder Freunde. Wenn der Schnee verschwindet und die Bächlein zu schwellen beginnen, dann beginnt das Bauernjahr, ein Jahr voller Mühe, voller Pflichten und voller Drangsal. Grüßen uns die ersten Frühlingsboten mit ihren bunten, schönen Farben. Ein Teppich von Krokus. Die Bauernheld ist dann nicht mehr zu Hause. Und wenn es noch so nass ist, man muss hinaus. Felder sind weiter abgetrocknet und man kann sie weiter bearbeiten. Thank you.
Teil ist. Keinen sonnigen Tag will man versäumen, wo man noch in die Ecke hinein kann. Und mit wie vielen guten Wünschen wird die junge Saat der Erde anvertraut? Wir pflügen und wir streuen den Samen in das Land. Doch Wachstum und Gedeihen, das steht in Gottes Hand. Selbst die Feldwege werden zum Verkehrsproblem in dem heutigen Verkehr. Ja, das Jahr geht weiter. Der Osterhase ist gekommen. Ein herrlicher Ostermorgen. Blättlein spitzen aus den Knospen. Und es wird Zeit, auch ans Kartoffellegen zu denken. Sind bereits soweit. Es kann losgehen. Wie war das doch noch vor 10 Jahren? Mancher wird sich daran noch gut erinnern können. Die Maschine fordert die ganze Aufmerksamkeit. Keinen Blick kann man abwenden. Nur hin und wieder wird diese Ruhe durch eine Detonation gestört. Und es wird doch am Ende nicht gar Goldgräber am Berge sein.
Dieser Mann geht einer ruhigeren Arbeit nach. Er vernichtet nämlich das Unkraut, leider so notwendig geworden. Fortgeschritten. Selbst der Maibaum steht bereits mit den Wappen der Arbeit und hier des Bauern. Überall blüht es, hier ein Mandelbäumchen. Dort der Zweig eines Baumes oder eine Hecke. Und wenn man dahinter schaut, dann kann man vielleicht durch ein Geschrei aufmerksam gemacht werden. Wird seine Gänslein bald heimtreiben müssen. Dann beginnt ein neuer Morgen mit seinen vielen Pflichten, die sich nicht aufschieben lassen. Er ist gerade dabei, seine Futterage zu holen. Und mancher von Ihnen wird sich erinnern können an Handgriffe, die er oft und oft getan hat. Man ist aber glücklicherweise noch nicht die Letzte und der Letzte. Da kommen scheinbar noch einige andere Nachzüge auch. Thank you.
wünscht sich einen guten Morgen. Und denkt bereits an die Heuernde. Der Balg muss amontiert werden. Allerdings ist schon etwas weiter. Er hat die erste Wiese bereits gemäht. Natürlich auch mit der Maschine machen. Immer und überall ist die Maschine die Begleiterin des Menschen. Ihr Takt ist die Musik im Lebenskampf. Gegenteil möglich, so wie es der Nachbar noch nebenan macht.
auch trübe Regentage kommen. Und andere Tage, an denen man wieder an seine Kartoffeln denken muss. Aufpassen. Man treibt bereits die Kühe in den Stall, wieder ein Tag geht seinem Ende entgegen. Die Bauern denken allmählich an die Heimkehr. Morgen Abend, so wird sie gleich beginnen. Lange Schatten wirft die Sonne über das Feld.
der graue Werktag stellt sich ein mit seiner Arbeit und mit seiner Pflicht. Inzwischen ist die Ernte herangekommen und mit Mähdreschen und anderen Maschinen geht es hinaus auf die Felder. Wahrhaftig guter Rat teuer, wie man sieht. Beim Bürgermeister wird die Vollzugsmeldung gemacht, vorschriftsmäßig auf dem Fahrrad. Anderen Gegend macht man es dann so, mit dem sogenannten Heuschwanz. Des Transportes ist allerdings nur dann angebracht, wenn man nicht zu weit auf der Straße fahren muss.
muss man wieder an die nächste Ernte denken. Spazieren fahren kann man da nicht sagen. Und erst recht nicht hier, wie in früheren Jahren. Auch bei einem Vollander gibt es noch viele Handarbeit. Bald rauchen auf den Feldern die Kartoffelfeuer. Ein sicheres Zeichen, dass der Herbst einziehen will. Musik
Astern blühen schon im Garten. Endlich wird auch unsere Kirche fertig. Die Wälder sind geleert, die Wälder fangen an, sich zu färben. Dass es das letzte Pferd im Dorf ist. Dann ist der Höhepunkt des Jahres längst überschritten. Werden die Trauben gleich verspeist.
von uns. Das Leben geht weiter, unerbittlich. Man muss ins Gemeindeholz. In diese Richtung soll er fallen. Thank you.
eine wohlverdiente Schnaufpause. Oder Zigarettenpause. Hier wird die planmäßige Zerstörungsarbeit fortgesetzt, bis fast nichts mehr übrig bleibt. So sieht man wenigstens richtig hin zur Arbeit. Überflüssige Arbeit im Obstgarten. Erst das ist auf keinen Fall überflüssig. Schlachtet, dann ist sicherlich am anderen Tag Kirchweih.
man einen vorschriftsmäßigen Rundstoß an. Wolken jagen am Himmel dahin, es kann Winter werden. Wir haben vorgesorgt. Ein Jahr, und hoffentlich war es ein glückliches Jahr, ist in die Ewigkeit hinabgeflossen.